Hallo, herzlich willkommen zu unserem nächsten Türchen. Heute möchten wir Ihnen gerne eine kleine Weihnachtsbewegungsgeschichte vorführen. Dafür benötigen Sie ein kleines Mitbringsel, kann eine Feder sein. Oder wenn Sie die nicht zur Hand haben, nehmen Sie ein kleines Tuch oder eine weiße Serviette und dann kann es losgehen. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Die dicke Weihnachtsgans. Ich muss noch was dazu erklären. Immer wenn ihr Weihnachtsgans hört oder sie Weihnachtsgans hören, müssen sie die Feder in die Höhe halten. So? Ja. Das können wir. Und wieder runternehmen. Okay. Bis zum nächsten Wort Weihnachtsgans. Also immer wenn das Wort Weihnachtsgans kommt? Ja. Immer den gleichen Arm? Nee, sie können auch den anderen Arm nehmen. Gut. Wer nicht richtig hebt, fliegt raus. Ja. Die Weihnachtsgans wird immer vom Bauern nebenan geholt. Dort laufen sie bis kurz bevor sie geschlachtet werden, auf der Wiese frei herum. Der Ursprung der Weihnachtsgans geht auf die Martinsgans zurück. Na, habe ich da was gesehen? Früher hatte die Adventszeit den Charakter einer Fastenzeit, welche dann mit einem Festtagsbraten, zum Beispiel mit einer dicken Gans, beendet wurde. Na, Conny? Dicke Weihnachtsgänse können mit allerlei Leckereien gefüllt werden. Äpfel, Zwiebeln, Trockenpflaumen und Esskastanien eignen sich zum Beispiel besonders. Je nach Region gibt es zur dicken Weihnachtsgans Klöße und Rotkohl, aber auch Apfelmus und Rosenkohl oder Sauerkraut. Ihr könnt ruhig mal die andere Hand verwenden. Gewürzt wird die dicke Gans. Ah! Ja, nur die andere Hand muss raus, ich hab's gesehen. Häufig mit Salz, Pfeffer, Majoran und Beifuß. Kennt ihr die Geschichte von der Weihnachtsgans Auguste? Ach so. Die lebendig gekauft wird an Weihnachten, aber niemand es übers Herz bekommt, sie zu schlachten. Die kennen wir. Die Weihnachtsgans Auguste hatte Glück. Jetzt habe ich dich gar nicht gesehen. Doch, hat sie oben. Ja. Blick. Ja. Die Weihnachtsgans Auguste hatte Glück, sie bekommt einen Winterpullover gestrickt und wird ein Familienmitglied. So eine dicke Weihnachtsgans schmeckt mir. Und dir? Mmh. Mmh. Ja, super. Dann das war vielen gar nicht Dank. So muss man, einfach muss man schon ja. aufpassen. Ne? Genau, das ja. kann man jetzt noch mal erweitern. Wer möchte, kann die Geschichte ja auch noch erweitern und dann können Sie das auch umwandeln? Ne? Man, Man kann das auch mit anderen Geschichten machen. Ja. ja. Also ran an den Speck. Genau, an den Gänsespeck. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.